Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir. Diesmal ist es Tony Tough. Und wir starten gleich ein neues Game. Auf schwer. Vor 30 Jahren. Oktober. Die Erde rotiert weiter auf ihrer rostigen Achse. Wie jedes Jahr werden wir wieder von Halloween heimgesucht. Und wie immer zu dieser Jahreszeit frage ich mich, woher die Leute die Energie nehmen, dies zu feiern. Und ich bekomme wieder mal keine Antwort darauf. Gestatten? Mein Name ist Tony Tough. Ich bin seit vielen Jahren Privatdetektiv im Dienste dieser renommierten Agentur. Außerdem bin ich Mitglied der Perückenträger dritten Grades. Ich arbeitete hier schon seit 10 Jahren im Verborgenen, bis mir ein wichtiger Fall aufgetragen wurde. Ich sollte einen geheimnisvollen, unbekannten Wahnsinnigen aufhalten, der Scharen von lärmenden Kindern ihrer Süßigkeiten beraubte, und es leider weiterhin tut. Aber ich glaube, heute wird alles anders. Denn nach Jahren der anstrengenden Recherchen und demütigenden Misserfolge bin ich nur einen Schritt von der Wahrheit entfernt. Das alles geht weit über einfachen Süßigkeiten-Diebstahl an unschuldigen Kindern hinaus. Eine sorgfältige Analyse des Täterprofils sowie die Aussagen der jungen Opfer haben mich davon überzeugt, dass es sich hier um den Plan von Aliens handelt, die unseren Planeten erobern wollen. Die Süßigkeiten sind nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Ich kämpfe einen einsamen Kampf,
beiseite geschoben und missverstanden. Aber heute Abend werde ich der Welt beweisen, dass dies nicht das irre Gerede eines paranoiden Privatdetektivs ist. Ich werde der Welt zeigen, wer Tony Tough ist, und ich werde diesen intergalaktischen Abschaum ein für alle Mal aufhalten. Ach ja, und das ist mein Hund, Pantagruel. Sieht auch ganz nach dem Hund aus. Der hilft mir, den Boden trocken zu halten. Sieht man. Ist das nicht klar genug? Wow, genau wie die echten. Mir gefällt nicht, wie sie mich anstarrt, aber sie verleiht dem Büro einen ländlichen Charme. Nicht, solange sie sie noch zwischen ihren stumpfen, abgenutzten Backenzähnen hat. Mhm. Daran glaube ich noch, okay? Okay, ist ja okay. Ich lache. Das ist ein Phantombild, erstellt von einem Augenzeugen. Eins der präzisesten, die ich je gesehen habe. Das erinnert mich an mein altes Büro. Das ist Pantagruel, mein Hund. Könntest du bitte für eine Minute aufhören, auf diesem widerlichen Zeug herumzukauen? Nein, ich sagte, wir gehen nicht zum Vergnügungspark. Jedenfalls nicht heute Abend. Jetzt hör mal, Kleiner. Bevor wir den Planeten retten können, müssen wir uns laut dem ehrwürdigen Archibald Wallen und seinem Handbuch für Privatdetektive im Taschenformat erst eine Perücke besorgen. Ich zitiere, eine Perücke ist eine unverzichtbare Voraussetzung zur ordnungsgemäßen Untersuchung eines Falles. Kümmere du dich um die oberen Stockwerke, Pantagruel. Ich kann mich vielleicht nicht richtig konzentrieren, wenn mich die Leute alle auslachen. Ich durchsuche den Keller. Du bist wirklich ein braves Hundchen. Dann mal los, Tony. Eine gute Perücke ist der erste Schritt zum Erfolg. Fangt schon mal an, in euren Stiefeln zu schlottern, ihr widerlichen Aliens. Muhahaha. Kann es sein, dass die Ä, Üs und Ös nicht angezeigt werden hier? Tolle Idee, als wäre sie dafür gemacht. Das ist Teil einer Broschüre. Das ist nicht lesbar, aber ich glaube, es hat etwas mit Tieren zu tun oder sowas ähnliches. Oh, mein armer Rücken. Okay. Wenn ich unbedingt etwas Pelziges, Dreckiges wollte, würde ich Pantagruel rufen. Okay. Es ist schon lustig. Es hat halt Anzeigefehler in der, im Text, aber was soll's. Halloween kommt nur einmal im Jahr. Warum sich mit einem jämmerlichen, billigen Kostüm zufrieden geben, wenn sie für nur ein paar hundert Dollar ein Kostüm der Spitzenklasse zum Kostüm gehört? Hoppala. Ein fröhliches Outfit aus gewaschener Wolle im Country-Look. Das hier, das ist nur ein Fragment. Der schönste Teil ist abgetrennt. Mhm. Das hat noch niemand gewagt. Und wenn, dann nur in Legenden. Was, den Zettel zu nehmen? Das hat noch niemand gewagt. Oh Mann. Perfekt, passt genau. Das ungebildete Schafhirtin-Kostüm der Karak Incorporated enthält ein fröhliches Outfit aus gewaschener Wolle im Country-Look, einen Strauß Kunstblumen in Top-Qualität und ein typisches Schweizer Halstuch. Die Zahl der Schafe in dieser Broschüre ist etwas irritierend.